Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich spreche heute mit Herrn Professor Dr. Günter Mensching. Herr Mensching lehrt Philosophie an der Leibniz-Universität in Hannover. Das machen Sie schon 30 Jahre etwa. Das Thema heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Martin Heidegger. Und zwar Martin Heidegger und seine schwarzen Hefte. Heidegger hat gelebt von 1889 bis 1973. Ja, ich möchte Ihnen am Anfang ein Buch vorstellen. Es gibt zwei Teile oder mehrere Teile sogar. Und zwar. Das ist jetzt vier. Das ist Teil 4. Abteilung Hinweise und Aufzeichnungen. Hier geht es um diese sogenannten schwarzen Hefte, und zwar von 1939 bis 1941. Das ist dieses Buch, meine Damen und Herren, das ich Ihnen ja gerne zeigen möchte. Die Kamera holt das ran. Ja, schönen Dank. Ja, Herr Mensching, es ist ja ein bisschen traurig, was wir heute abhandeln müssen, aber wir müssen das mal abhandeln, denn die Menschen sollen das auch alle wissen, was da passiert ist. Sind Sie der Meinung, dass Heideggers Philosophie vom Nationalsozialismus durchdrungen ist? Die schwarzen Hefte sind nun herausgegeben worden. Haben wir mit den schwarzen Heften ein neues Heidegger-Bild? Können Sie vielleicht diese schwarzen Hefte einmal ein bisschen den Inhalt erklären? Ja, gern. Die Aktualität dieses Themas liegt darin, dass am Ende der von Heidegger selbst geplanten und angelegten Gesamtausgabe, das ist also der Planstamm von ihm selbst, die Veröffentlichung von Notizen stehen sollten, die er einen großen Teil seines Lebens niedergeschrieben hat und die in sogenannten tatsächlich schwarzen Heften eingeschrieben sind. Das sind normale Aufzeichnungen? Es sind normale Aufzeichnungen, die handschriftlich eingeschrieben sind. Und dazu gibt es eine Menge von Heften. Ja. Und sie ziehen sich hin, in der Tat, aus den frühen 30er Jahren bis zu seinem Tode. Mhm. Also es wird auch noch einiges zu erwarten sein. Es gibt jetzt bereits, der letzte Band enthält schon Teile aus der Zeit nach dem Kriege. Mhm. Also wir haben in der Tat einen Überblick über das, was Heidegger wirklich wollte. Und er hat selbst gesagt, dass dies nun sozusagen, wenn nicht die Quintessenz seiner Philosophie sein sollte, so aber doch zumindest auch eine Krönung seiner Gesamtausgabe. Und wenn er dann so hier auftritt, dann ist die Frage natürlich, was steht denn eigentlich darin in diesen Heften? Und der Skandal war groß, weil diese Texte gespickt sind mit Äußerungen zu politischen Sachverhalten, die immer in Verbindung gebracht werden mit seiner eigenen Philosophie, mit seinem eigenen Seinsdenken. Mhm. Das Sein steht ja im Zentrum, in einer bestimmten Bedeutung, steht im Zentrum seines Denkens. Und das Sein ist dann eben dasjenige, was das Übermächtige ist, was die Geschichte bestimmt, was letzten Endes dasjenige ist, was uns alle im Innersten ausmacht. Mhm. Und grundsätzlich überhaupt, wir haben gar nichts anderes als das Hören auf das Sein. Mhm. Gut, ich will jetzt darauf im Moment nicht eingehen, die Frage geht nach den schwarzen Heften, die nun veröffentlicht worden sind, nach seinem Wunsch und eben ein Skandal. Und jeder Band, der neu erscheint, weckt neue Skandale, weil darin zum einen ganz eindeutige Bekenntnisse zum Nationalsozialismus stehen, die er auch früher abgegeben hat, wo er sich immer noch hat verstecken können und gesagt hat und sagen können, gut, das war eine Zeit, in der ich mich geirrt habe, in der ich Rektor der Universität Freiburg gewesen bin und 1934 oder spätestens 1935 war ich damit fertig. Das ist immer die Mehr, die verbreitet wird. Das ist aber nicht so. Ja, denn die kontinuierlichen Notizen, aber auch Spuren in seinen übrigen Werken, zeigen eindeutig, dass er eine ganz starke, vor allem auch antisemitische Tendenz hat. Mhm. Und dieser Antisemitismus ist bezogen und ist ganz ähnlich wie der Antisemitismus der Nazis. Das ist keine Frage. Wenn wir dazu kommen, werde ich nachher noch ein paar Zitate Ihnen vortragen, damit Sie das auch glauben, nicht wahr? Schön. Geht in diesen schwarzen Heften eigentlich darum, dass er auch den Nationalsozialismus sozusagen verbessern möchte. Ja, ne? Also er hat wohl, darauf hat er sich auch
in anderen Zusammenhängen öfters berufen, ja, auf die Kritik am Nationalsozialismus. Nun gut, das war eine Kritik, der Nationalsozialismus war nicht nationalsozialistisch genug, in gewisser Weise. Also er war nicht konsequent genug. Es gibt eine Kritik an der Biologie und am Biologismus dieser Rassenlehre. Das heißt aber nicht, dass Heidegger die Rassenlehre abgelehnt hätte. Nein, er hat eine innere Rasse gemeint, eine geistige Rasse. Noch besser. Und das ist natürlich die Anti-Position, die das Judentum einnimmt. Das ist bei Heidegger ganz offensichtlich. Aber Herr Menschen, wir müssen doch eigentlich jetzt davon ausgehen, also die Deutschen und wer auch immer, davon ausgehen, dass er nicht alleine der Einzige war, der... Es müssen doch viele mitgemacht, haben doch sicher viele mitgemacht. Also Intellektuelle meine ich jetzt. Also Menschen, die viel wissen. Und die hätten wahrscheinlich auch dagegen schreiben und denken können. Ja. Das ist ja eben nicht erfolgt. Ist nicht erfolgt. Das ist oft beklagt worden und man kann es in diesem Falle nochmals wiederholen. Es ist so. Er ist selbst einer der Autoren, einer der Universitätsrepräsentanten, einer der hohen Repräsentanten der Universität zeitweilig, der es sich dem Nationalsozialismus verschrieben hat. Überhaupt keine Frage. Andere sind es, wie zum Beispiel Arnold Gehlen und zeitweilig auch Erich Rothacker, der in Bonn gelehrt hat, mit dem er auch in enger Beziehung stand. Dann andere, die sich sehr eindeutig geäußert haben, also die nun ganz direkt die Blut- und Bodenideologie mitgemacht haben, die Heidegger übrigens geteilt hat, wie Alfred Bäumler, Ernst Krieg und manche anderen, die dann später nach dem Krieg ein bisschen an den Rand gekommen sind, weil das nun zu offensichtlich war. Aber es ist eben so, dass viele, viele opportunistisch oder auch tatsächlich überzeugt den Nationalsozialismus gefolgt sind. Herr Menschen, ist der Antisemitismus der Inhalt des Heideggerschen Denkens? Hat er sozusagen auf den Nationalsozialismus gewartet? Also die letztere Frage kann ich zuerst beantworten. In gewisser Weise ja. Ja. Da sein Hauptwerk Sein und Zeit ist im Jahre 1927 erschienen, also vor der Machtergreifung Hitlers. Darin finden Sie aber ebenfalls schon viele, viele Anklänge an die deutschnationale, an die rechtsradikale Ideologie, sage ich mal, die ja längst im Gange war, die ja längst sich äußerte. Und den Nationalsozialismus gab es ja bereits. Und Heidegger stammt zwar aus dem katholischen Milieu, aber er war zuerst Theologe und hat damit angefangen, wurde gefördert durch die Kirche und durch einen übrigens sehr rechtsstehenden Bischof in Freiburg, aber Gröber, und der hat später auch noch eine Rolle gespielt im Nationalsozialismus, aber das ist eine andere Frage. Das ist einerseits, aber aus dem rechtskatholischen Milieu stammt er ganz eindeutig, und im deutschnationalen, rechtsradikalen, würde man heute sagen, Milieu stammt er. Das ist keine Frage. Das heißt, er hat, wenn Sie so wollen, gewartet. Naja, es kam ihm schon zu Pass. Und der Auftrag, die Universität Freiburg nun nach dem Führerprinzip zu organisieren, hier hat er gern aufgenommen. Beziehungsweise hat ihn selber überhaupt erst entwickelt, gegen Widerstand von konservativen und konservativ-liberalen Kollegen, die also das überhaupt nicht gut fanden. Mhm. Er hat also eher mit den Kollegen zu kämpfen gehabt als mit der Partei, was er später anders dargestellt hat. Aber diese Dinge, ist insofern schon, er hat schon darauf gewartet. Jetzt die andere Frage. Ist denn Antisemitismus sozusagen die Substanz des heideggerschen Denkens? Ich würde es genereller sagen. Ich würde sagen, die Nazi-Ideologie im weiten Sinne ist der Bodensatz, ist der Boden, auf dem die heideggersche Philosophie auch entstanden ist. Blut und Boden, Volk, Staat, Entscheidung, Krieg, Kampf, alle diese Begriffe, die auch ihn verbinden etwa mit Ernst Jünger und Karl Schmidt, anderen Autoren, die ja eine große Rolle gespielt haben im Nationalsozialismus und auch nach dem Kriege immer noch eine Faszination ausgeübt haben, wie Heidegger auch. Diese Stimmung, dieser Bodensatz ist eindeutig die Grundbestimmung der heideggerschen Philosophie. Mein Lehrer Adorno hat mal gesagt, ja, ich halte die heideggersche Philosophie bis in ihre innerste Zelle für faschistisch. Das wohlgemerkt, das ist nicht, sind nicht einfach äußere Bekenntnisse zu irgendeinem Parteiprogramm, sondern es ist die Denkweise, es ist die geistige Disposition. Und wenn das heute immer noch solchen Widerstand ausübt, aufzudecken, dann zeigt sich daran, wie wenig wirklich die geistigen Dispositionen des Nationalsozialismus, will sagen des Faschismus, heute wirklich endgültig bewältigt sind. Es gibt eine große Erinnerungskultur und alles das sind enorm verdienstvoll. Aber diese Tiefen sind noch nicht wirklich aufgearbeitet. Denn ich weiß, dass man immer wieder den Namen Arnold Gehlen hört und Karl Schmidt
auch immer wieder. Ja, Carl Schmitt hat das und das gesagt. Gehlen, das ist doch, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Das sind Intellektuelle, die das sagen. Ohne Frage. Ohne Frage. Es waren beides sehr kluge Leute. Und ja. Heidegger war auch nicht zu unterschätzen. Ja, wirklich ja. nicht. Es sind keine Dummköpfe. Echt etwas geistiger, bescheidener, wird man ganz Vorbehalt sagen können, waren etwa so Leute wie Ernst Krieg, die Nazi-Philosophen waren. Ja. Das ist richtig. Heidegger hat sie deswegen auch verachtet. Einerseits hat er mit ihnen zusammengearbeitet, hat sie aber auch gleichzeitig verachtet. Aber wie gesagt, es waren Intellektuelle. Das ist es ja. Nicht? Und Carl Schmitt wird deshalb, weil er ja eben auch eine recht scharfsinnige Betrachtung über den Parlamentarismus angestellt hat. Das hat die Linke interessiert, weil die mit dem demokratischen Parlamentarismus nicht zurechtkam und ihn kritisiert hat und dann eher bei Carl Schmitt Zuflucht genommen hat oder jedenfalls Unterstützung gesucht hat. Aber das ist eine andere Frage. Kann man sagen, Herr Mensching, Heidegger ist ein Faschist gewesen und der die Welt vom jüdischen Geist befreien wollte. Ja, das kann man ohne Einschränkung sagen. Es gibt in der Tat, ich glaube, hier ist es ganz schön, mal ein Zitat beizuziehen. Ja. Ich hatte das, ich glaube, ich nehme das jetzt mal aus dem Band 95 dieser Überlegungen. Das ist, deckt die Zeit von 1938 bis 1939 ab, also auch längst nach dem angeblichen Abschied von dem Nationalsozialismus. Ja. Hier steht etwa Folgendes. Es geht um den Kampf, um die Zügellosigkeit des Historismus und um das Bodenlose. Das Bodenlose, muss man dazu sagen, ist bei Heidegger immer die Welt des Judentums oder die Weltlosigkeit des Judentums. Ach so. Die Juden sind zersetzend, sie sind bodenlos, sie sind heimatlos, sie sind volklos und so weiter. Und so, ein Volk sind sie schon, aber sie sind nicht, haben keinen Staat und alles das. Und jetzt ein Zitat. Und vielleicht siegt in diesem Kampf, in dem um die Ziellosigkeit schlechthin gekämpft wird, und der daher nur das Zerrbild des Kampfes sein kann, die größere Bodenlosigkeit, die an nichts gebunden, alles sich dienstbar macht, das Judentum. Aber der eigentliche Sieg, der Sieg der Geschichte über das Geschichtslose, das, was er eigentlich im Sinne hat, wird nur dort errungen, wo das Bodenlose sich selbst ausschließt, weil es das Sein, Heideggers Sein, nicht wagt, sondern immer nur mit dem Seienden rechnet und seine Berechnungen als das Wirkliche setzt. Er unterstellt dem Judentum, dass es eine besondere Beziehung zum Rechnen habe und dass es sich eben alles rechnen müsse und dass das der Inbegriff der Technik sei und dass die Technik das böse Geschick ist, dem das Sein gegenübersteht. Mit anderen Worten, also auch die Technikkritik, die er nach dem Kriege sehr stark geäußert hat, hat ihre Wurzel in diesem Antisemitismus. Insofern Ihre Frage. Vielleicht noch ein kurzes Zitat dahinter. Eine der verstecktesten Gestalten des Riesigen und vielleicht die älteste ist die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, wodurch die Weltlosigkeit des Judentums begründet wird. Die Juden haben nicht einmal eine Welt. Also kann man sie aus der Welt auch ausschließen. Und es geht darum, dies auszuschließen. Er sagt, Kultur ist immer nur eine zersetzende Sache. Das ist von den Juden besetzt. Das gibt es ebenfalls in diesen Heften. Und jede Menge dieser Bemerkungen. Sie können im Grunde eine Art von Bibelstechen machen, dieses Buch aufschlagen und irgendwo einen Finger drauflegen. Und Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zitat, das skandalös ist. Aber das ist sein eigener Wille. Ja, es sind nicht etwa irgendwelche Notizen, Abfälle oder sowas, sondern es ist sein eigener Wille, dies an die Öffentlichkeit zu bringen. Er will, dass die Menschen das wissen. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Wie weit geht Heideggers Verwandtschaft zu den NS-Ideologen, wie zum Beispiel Alfred Rosenberg? Gute Frage. Er hat ja dem Bäumler, dem Alfred Bäumler, hat er im Grunde geneidet, dass der eine solch bevorzugte Stelle in dem Amt Rosenberg hatte. Bäumler war Philosophieprofessor in Berlin und hat auch einige Verdienste um die Ästhetik, aber das ist eine andere Sache, die auch schon einige faschistische Implikationen hat, aber auch brauchen wir nicht drauf einzugehen. Jetzt, er hat ihm geneidet, dass er sozusagen der philosophische Arm des Amtes Rosenberg geworden ist. Eine Sache, die Heidegger ganz gerne selbst für sich in Anspruch genommen hätte. Vielleicht nicht in Abhängigkeit von Rosenberg, aber doch in Zusammenhang damit. Es gibt eine Menge Zitate in seinem Werk, nicht nur in diesen Schriften, von denen wir jetzt gerade reden, sondern auch in anderen Schriften, in Platons Begriff der Wahrheit und auch noch in der Einführung in die Metaphysik und anderswo, wo in der Tat, ohne dass Zitate angeführt werden, also Seitenangaben und Ähnliches, Passagen aus
der Mythos des 20. Jahrhunderts, was das Werk von Rosenberg ist, übernommen werden. Also er war ihm geistig außerordentlich nahe. Was hat Rosenberg für ein Amt gehabt? Was war das für Das war der, sozusagen der Chefideologe der Nazis. Der Nazis. Er hat dann für die geistige Aufarbeitung dieses Nazireiches gesorgt. Das heißt, dieses Buch, das ja ein Wust von allen möglichen historischen und sonstigem Unfug ist übergossen von natürlich tiefstem Antisemitismus, das ist dieses Werk, das ja mit Mein Kampf massenhaft verbreitet worden ist. Was hat der Rosenberg, ist wohl von Hitler ernst genommen worden? Der ist von Hitler ernst genommen worden. Aber der Heidegger eigentlich nicht so? Heidegger nicht. Nun, mit der akademischen Sphäre hatten es die Nazis, und zwar die politisch tätigen Nazis, also wie Hitler selbst und Göring und Goebbels und andere, die hatten damit weniger im Sinn. Mhm. Die hatten die politische Weltherrschaft im Sinn, die hatten das alles. Mit der Biologie schon eher etwas mehr hatten sie im Sinne, aber mit der Philosophie, das war ihnen im Grunde eigentlich schon viel zu jüdisch. Ja, ja. Ach so. Also nach diesem Verständnis, wer sich mit dem Geist so subtil auseinandersetzt, der kommt in die Gefahr, eben ein zersetzender Geist zu sein. Das hat er doch geärgert haben. Und das hat ihn erheblich geärgert, gar keine Frage. Und der hat er versucht, immer besser zu werden, immer noch mehr. Er hat sich sicher, das kann man ihm glauben, auf seine Lehrtätigkeit zurückgezogen, nachdem er das Rektorat beendet hatte bzw. abgebrochen hatte. Das ist richtig. Aber was hat er gelehrt? Ja, und das ist zum Teil geheim gehalten worden von ihm selber. Es gibt Seminarskizzen, Seminarprotokolle, die von seinen Schülern geschrieben worden sind und die von ihm auch überprüft worden sind, die insofern authentisch sind, aus den Jahren 35 und folgenden, wo aber dann ganz dick die Nazi-Staatsideologien, zum Beispiel gibt es ein Seminar aus dem Jahr 1935, die Papiere waren eine Weile lang verschwunden. Jetzt sind aber einige wieder aufgetaucht und darin stehen, die waren also einfach beiseite geschafft worden von den Herausgebern, darin steht dann ganz klar, dass der nationalsozialistische Staat überhaupt erst der Staat ist, den es sich überhaupt zerlohnt. Das hat er in den Seminaren dann von sich gegeben, wie die Seminare ja auch im Grunde wohl zweite Vorlesungen waren. Die Studenten haben sie mitgeschrieben. Wie gesagt, diese Papiere, die gibt es ebenfalls. Also die Studenten damals, die haben ja Kinder gezeugt und man kann ja davon ausgehen, dass die heute immer noch so tun, als ob sie Nazis sind, also die Rechtsradikalen, von denen... Ja. Das sind die Eltern, oder das ist der Samen, der da aufgegangen ist. Andererseits, gut, die Rechtsradikalen, die wir heute haben, die NPD und andere Formationen, die hier dann mit Knotenstiefeln und mit schwarzen Blousons da rumlaufen, die werden von Heidegger wohl weniger wissen. Ja, ich glaube nicht, dass sie den Namen kennen. Dann werden sie noch schlimmer. Nicht? Das ist dann doch zu schwierig. Ja. Aber es gehört ebenfalls dazu, keine Frage. Natürlich, keine Frage. Herr Mentsching, die Herausgeber des Heidegger Wörterbuches behaupten, es gebe in den bisher erschienenen 84 Bänden der Gesamtausgabe nicht einen antisemitischen Satz. Nicht einen antisemitischen Satz. Bereits die Veröffentlichung der berüchtigten Rektoratsrede von 1933 wollte man in Paris verhindern. Meine Damen und Herren, muss man sich mal vorstellen. Warum haben sich die Franzosen so verhalten? Können Sie etwas zur dieser Rektoratsrede sagen? Das sind auch mehrere Fragen auf einmal, aber sie sind alle, gehören alle zur Sache, selbstverständlich. Ja. Die Rektoratsrede ist ja ein Appell an die Universität, an die Studentenschaft, sich zu organisieren wie nach dem Arbeitsdienst und Wehrdienst und Wissensdienst und was da alles vorkommt dass die Entschlossenheit zur deutschen Universität geschehen soll und dass selbstverständlich, auch das wird unmissverständlich gesagt, der innere Feind auszuschließen ist. Mhm. Und so hat er dann ja auch, nachdem er das Rektorat angetreten hat, gehandelt. Fälle, in denen der Kollegen denunziert hat und ausgeschlossen hat aus der Universität, weil sie Juden waren. Nicht? Es gibt den berühmten Fall Staudinger, später ein Nobelpreisträger, ein Chemiker, den er desavouiert hat. Und es gibt andere Fälle, in denen er Gutachten geschrieben hat für Leute, die jüdischer Herkunft waren, die also dann auch nicht weiterkommen konnten und Ähnliches. Also er hat das praktiziert, gar keine Frage. Gut, zu Ihrer Frage jetzt. Rektoratsrede, in der Tat, auch diese ist ja lange Zeit gar nicht so ohne weiteres zu haben gewesen. Sie war nicht in der Gesamtausgabe, sie war nicht drin. Nein, erst später reingekommen. Und dann, es war dumm.
Denn die Rektoratsrede war ja gedruckt und man hatte sie aus den Bibliotheken, konnte man sie ohne weiteres im Original haben. Mhm. Und es ist auch versucht worden, sie zu beschönigen, also schlimme Sachen rauszuholen, sie zu manipulieren, wie manche anderen Texte übrigens auch. Und das ist auch eine fragwürdige Sache, wenn Sie auf die Herausgeber der Ausgabe zu sprechen kommen. Mhm. Die in der Tat die Ausgabe, eine historisch kritische Ausgabe ist es also mitnichten. Mhm. Und das müsste ganz anders gemacht werden. Es ist eine Ausgabe, die nach dem Willen des Autors erfolgt ist, von ergebenen Adlaten, die das gemacht haben, bis heute. Was ist denn das Wörterbuch eigentlich? Das Wörterbuch ist auch von Anhängern, von genau zu diesem Zitat, das Sie da eben gebracht haben. Ist natürlich empirisch vollkommen falsch. Ich habe Ihnen eben ein Beispiel gegeben, wo es nun ganz dick anders steht. Und warum haben sich die Franzosen eigentlich so verhalten? Jetzt, gut, das der Teil Ihrer Frage ist auch noch hochinteressant. Ja. Es ist nach dem Kriege ja so gewesen, dass Heidegger ein Lehrverbot hatte an der Universität Freiburg. Das war die Alliierten wollten ja die Nazis aus den Universitäten ausschließen. Mhm. Deswegen gab es ja dann Entnazifizierungsverfahren und Spruchkammerverfahren und alles Mögliche. Und Heidegger ist da ebenfalls herausgefallen, weil er ja auch in der Tat auch offiziell Nazi war. Er war Parteimitglied, hat seine Beiträge brav bezahlt und hat nie irgendwie etwas getan, was dazu im Widerspruch stand. Er hatte also Lehrverbot. Aber nach einiger Zeit hat eben einer der Besatzungsoffiziere in Freiburg, das war ja französische Besatzung dort, hat ihn gleichsam entdeckt. Das war Jean Beaufret, der dann in tiefer Verehrung, man kannte Heidegger übrigens schon, das in Klammern gesagt, schon vor dem Kriege. Mhm. Man kannte also schon einiges, man hat ihn auch übersetzt teilweise, falsch übersetzt, mit einem fatalen Missverständnis, weil man meinte, es sei eine Art Anthropologie, das sollte es nicht sein, aber das ist eine Sache, die nebenbei ist. Ja, man hatte schon, war schon auf ihn aufmerksam geworden, aber nun nach dem Kriege war Beaufret derjenige, der im Zusammenhang mit der sachtrischen Position Heidegger gefragt hat, ja, wie verhält es sich eigentlich mit dem Humanismus? Ja. Weil es ja eine Schrift gibt von Sartre, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Ja. Und nun wollte Beaufret wissen, der sehr beeindruckt war von Heidegger, ob denn die heideggersche Philosophie ebenfalls humanistisch sei und wie sie sich dazu verhalte. Da gibt es dann die Antwort, den berühmten Humanismusbrief von 1946 veröffentlicht, in der im Grunde mit sehr verklausulierter Sprache, man muss also wirklich genau hinsehen, der Humanismus klassischer Art eigentlich nur verhöhnt wird. Wir müssen lernen, im Namenlosen zu existieren, weil wir nichts zu sagen haben gegenüber dem Sein. Nichts oder wenig zu sagen haben. Sehr, sehr raffiniert. Ja, ganz klar. Also, Sie brauchen nur also der Humanismus ist etwas, was den Menschen überhaupt, oder was im Grunde dass die Seinsvergessenheit nur besiegelt. Also das, was die Ursünde nach der heideggerschen Philosophie ist. Ja, das ist ja das Prinzip. Ja. Wir brauchen Untertan, der Führer macht das genau schon. Genau das war's. Der macht alles, wir brauchen und das wohlgemerkt 1946. 46, nach dem Krieg. 40, nicht? Also das ist klar. Also da war dieser französische Offizier ein dummer Mensch. Ja, der war auf jeden Fall war ihm sehr geneigt. Und es hat eine weitere Geschichte. Der hat ihn in Frankreich hoffähig gemacht. Heidegger mochte Frankreich gar nicht. Das französische Descartes mochte er gar nicht. Er mochte eigentlich nur das Deutsche und das Altgriechische, das mochte er. Mehr nicht. Aber er hat ihn dort hoffähig gemacht. Und auf diesem Umwege ist Heidegger dann auch in Deutschland wieder eine der großen Figuren geworden. Und alle lagen auf den Knien oder wie sie immer wollen. Ja. Also das ist, und Jean Beaufret, um das zu Ende zu bringen, ist einer der Autoren, die später, jetzt auch nach Heideggers Tode, sich geoutet haben, wenn man so will, als Holocaust-Leugner. Ach du Lie, auch das noch. Ach, und in Frankreich gibt es, das wurde mir von französischen Kollegen erzählt, dass eine Anhängerschaft an Heidegger, die sehr bunt ist. Das weiß ich auch, das ist von vornherein klar. Die gesamte Postmoderne, wie Lyotard, Lacan selbstverständlich und das sind andere, Derrida, sind Heidegger-Adepten in gewisser Weise. Wobei das Peinliche ist, dass ein Gutteil von den Leuten Juden sind, nicht, die ihnen auch noch verfallen sind, aber eben seine Denkweise
aufzunehmen und fruchtbar zu machen versucht haben. Aber es ist fragwürdig, nicht? Auch Foucault selbstverständlich hat sehr viel von Heidegger übernommen. Also in Frankreich ist er sozusagen einer der Maître Penseurs, der an die Stelle von Hegel, Kant und Marx getreten ist oder schon immer gewesen ist. Gut. Ja, Heidegger steht jetzt auch immer und wird auch in ganz rechten Kreisen um Le Pen und andere hochgeschätzt. Also das ist eine Tatsache, der man ins Auge sehen muss. Also und mein Freund und Kollege Emmanuel Faye hat ein großes Buch geschrieben, Die Einführung des Nationalsozialismus in die Philosophie. Ja. Und das ist die Darstellung aller dieser Elemente des Faschismus im Werk von Heidegger. Und da finden Sie eine Menge von Textstellen, die das ganz klar zeigen und die auch dann eingehen auf das Schicksal der heideggerschen Philosophie in Frankreich selbst. Und er hat mir selbst gesagt, ja, es ist schwer in Frankreich, weil Heidegger so hoch besetzt ist, so hoch geschätzt wird, das zu destruieren. Es gab ja schon vorher einen Versuch, einen durchaus seriösen Versuch, das zu demontieren, nämlich das Buch von Viktor Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus. Zuerst in Französisch erschienen, dann auch auf Deutsch, in der das auch schon dargelegt wurde. Da war nur das eine, dass Farias einige Fehler, historische Fehler beging. Und dann war die Anhängerschaft und sagte, naja, wer Fehler begeht, der wird auch sonst Unrecht haben. Und dann hat man eben hat man die Verteidigungslinie so aufgebaut. Herr Mensching, aber es ist nicht zu halten. Es war nicht zu halten, ist klar. Muss man die Philosophiegeschichte nach der Veröffentlichung der Schwarzen Hefte neu schreiben? Ja, also ich muss sagen, ich verstehe Heidegger überhaupt nicht. Insofern, als Heidegger als ein, wie soll man sagen, seriöser und kompetenter Autor in der langen Reihe der Geschichte der Philosophie, die ja über 2.500 Jahre umfasst, zu rechnen ist. Er ist im Kern ohne Frage ein Nihilist, der eine Weile lang auf ein selbstzerstörerisches und vollkommen destruktives Regime gesetzt hat und im Grunde die Grundüberzeugungen bis zum Schluss bewahrt hat. Insofern muss man die Philosophiegeschichte neu schreiben, als er ein Apologet dieser Verhältnisse gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, welche Rolle spielt der Glaube? Der Glaube spielt nicht. Der spielt keine Rolle. Der spielt gar keine Rolle. Nein, darüber hat er sich auch lustig gemacht. Also die religiöse Komponente ist bei ihm ganz außen vor. Und die Theologen, die auf ihn gesetzt haben, das sind ja mehrere gewesen. Das sind auf katholischer Seite Karl Rahner, also keine dummen Leute, ja. Karl Rahner und auf der evangelischen Seite Rudolf Bultmann, um nur zwei zu nennen, die versucht haben mit der Existenzialexegese und bei Rahner mit entsprechenden Dingen, Heidegger fruchtbar zu machen für die Theologie. Womit sie aber, und das ist die Pointe, und Heidegger hat sich letzten Endes auch darüber lustig gemacht, sie im Grunde die Vernichtung ihrer eigenen Grundlage getrieben haben. Nicht? Das ist vollkommen richtig. Ja, das wäre ja schlimm gewesen. Ja. Aber ich möchte nicht weiter darauf eingehen, nur, denn die katholische Kirche oder das Christentum hätte einen großen Grund gehabt, nämlich weil die Juden ja sagen, der Messias ist noch gar nicht angekommen. Und der Glaube, und wir sagen ja. Meine Damen und Herren, Herr Professor Dr. Günter Mensching, Sie haben das hervorragend dargelegt. Ich möchte mich herzlich bedanken für das Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.